Hallo liebe Beschwörer und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Week of Legends, eurem Format über League of Legends und andere MOBAs. Mein Name ist Christine und hier kommen die News. Endlich wurde ein neuer Support-Champion angekündigt. Seit Thresh aus dem Januar 2013 gab es für uns Support-Spieler nämlich gar keinen neuen Champion mehr. Und jetzt bringt Riot uns diesen jungen Mann namens Braum mit dem coolsten Schnurri im Spiel. Sorry, Draven. Braum erinnert mich von seiner Stimme irgendwie ein bisschen an Markus aus Borderlands. Why not enjoy some warm milk instead? Scheint allerdings nicht der gleiche Sprecher zu sein. Jedenfalls wird der Brummer auch das Herz des Freljord genannt und bringt einige sehr schöne Fähigkeiten mit, die ihn zum ersten richtigen Tank-Support des Spiels machen, der auch Schläge für sein Team einstecken kann. Er verfügt über einen Stun, einen Slow, life is good, no? Ein riesengroßes Schild, ein Knock-up und eine Fähigkeit, die ihn zu seinen Teamkollegen springen lässt. Also ich für meinen Teil muss echt sagen, dass ich riesig Lust bekommen habe, Braum zu spielen. Bin großer Fan von Crowd Control, weil sie immer so ein bisschen das Potenzial haben, scheinbar verlorene Spiele doch noch gewinnen zu können. Braum hat sicherlich die ein oder andere Schwäche, zum Beispiel schwer an den Gegner heranzukommen, wirkt aber insgesamt echt ziemlich stark. Also könnte man doch einige schöne neue Taktiken mit ihm lernen. Ich stelle allerdings schon mal die Uhr danach, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass Braum früher oder später von Riot genervt wird. Nichtsdestotrotz, mich interessiert natürlich, wie findet ihr Braum? Habt ihr euch einen Support gewünscht? Seid ihr Support-Mains wie ich? Oder hättet ihr euch lieber einen ganz anderen Champion gewünscht? Erzählt's mir hier unten in den Kommentaren. Neben dem Champion arbeitet Riot aber aktuell auch noch an Skins, die im PBE bereits ausprobiert werden konnten. Dazu gehören zum Beispiel Atlantean Syndra, Blade Queen Lissandra, Night Hunter Rengar, Dragon Slayer Braum, the darker the night, brighter the stars. Die SK Telekom T1 Skins, um den Erfolg des Teams in der Weltmeisterschaft der dritten Season zu feiern. My shield is here for you. Und mein ganz persönlicher Favorit, Dragon Slayer Pantheon. Pantheon hat so viele Skins, die sich alle total ähnlich sehen. Der hier macht mit seinen neuen Projektilen und der Optik beim Laden des Ultis aber richtig viel her. Und für mich ist es Grund genug, Pantheon endlich mal zu dschungeln. Ein paar weitere Kleinigkeiten hat Riot außerdem auch noch parat. Nach dem letzten Wochenende, an dem ihr doppelt IP für eure Spiele bekommen habt, soll es im Mai einen 2-für-1 Runenseiten-Sale geben. Für all diejenigen, die öfter die Rolle wechseln, als mancher die Unterhosen, sicher eine gute Sache. Während Renekton die Toplane in letzter Zeit gern für sich einnimmt, will sich Riot darauf konzentrieren, andere Toplane-Champions entsprechend zu erweitern, um dem Spiel dort oben wieder etwas mehr Würze zu verleihen. Im Dschungel hingegen könnte einiges an Goldeinkommen flöten gehen. Aktuell entscheiden viele schadensbasierte Dschungler dank gutem Farmen das Spiel für ihr Team. Hier werden also möglicherweise bald einige Items in ihren Werten herabgesetzt. Die Belohnungen für die aktuelle Season stehen fest. Bronzespieler erhalten ein besonderes Icon. Silberspieler erhalten ein Icon, ein Profilbanner und einen Rahmen im Ladebildschirm. Spieler in der Goldliga oder drüber erhalten zusätzlich noch eine Medaille für Teameinladung und wie gewohnt einen besonderen Skin. In dieser Season will Riot auch Teammitglieder besonders belohnen. Wer zu fünft oder dritt im Team gewertete Spiele spielt, erhält ab einer gewissen Anzahl Punkte einen besonderen Skin für die magischen Augen. Eigentlich hatte ich an dieser Stelle noch einen kurzen Test von Curse Voice Beta geplant. Das Tool erlaubt Voice Chat mit unbekannten Teammitgliedern und Jungle Timer, die man selbst zurücksetzen muss. Riot war anfangs noch ziemlich verhalten gegenüber solcher Third-Party-Anwendungen. Inzwischen will der Entwicklernutzer solche Tools aber bannen. Deswegen verzichte ich jetzt drauf, euch das Tool vorzustellen. Zuletzt noch eine gute Nachricht: Die Teams für das All-Stars-Event in Paris stehen fest. Die Fans haben für ihre Lieblinge gewotet, die Anfang Mai in diversen Herausforderungen antreten werden. Beide Teams werden sich beispielsweise im Earth- und Hexakill-Modus prügeln oder eine Runde spielen, in denen nur Champions ausgewählt werden, die von den Fans vorab bestimmt wurden. Ich freue mich ganz besonders auf das Event, denn da steht endlich mal wieder der Spielspaß so richtig im Vordergrund. Solltet ihr zu Hause All-Stars live im Stream verfolgen, haltet Ausschau nach einer kleinen Schwarzhaarigen im Publikum. Ich werde nämlich live in Paris vor Ort dabei sein und sicherlich mal Gelegenheit haben, mir den ein oder anderen für ein Interview zur Seite zu schnappen. Egal, ob ihr jetzt Fragen habt an Froggen, an Björksen, an die LCS-Moderatorin Efe, ich werde versuchen, mir alles auf meinen schlauen Blog zu notieren und so viele Fragen wie möglich loszuwerden.
loszuwerden. Kleine traurige Nachricht, deswegen fällt nämlich leider nächste Woche unser Stream aus, denn da sitze ich schon im Flieger nach Paris zum Event. Aber dafür verspreche ich euch in der Woche drauf oder der Woche danach, also dann, wann halt wieder unser Stream ist, dann streame ich mindestens doppelt so lange. Wenn wir gerade schon beim Thema Interviews sind, ich hatte neulich die Gelegenheit, beim Sender ESG-NTV im Filmpark Babelsberg vorbeizuschauen. Dort produziert ein großes, tolles Team regelmäßig eine E-Sport-Sendung namens Fight Night für YouTube. Da läuft ab und zu Hearthstone, mal Street Fighter, aktuell auch League of Legends. Das könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen wie eine kleinere Version von den League Championship Series, also LCS. Nur, dass es eben nicht live ist, sondern vorab aufgezeichnet. Ich durfte bei den Vorbereitungen der Staffel zusehen und ein Auge drauf werfen, wie die eingeladenen Streamer, unter anderem Phantom Lord, Chaox und Dingeldörper, mit ihren Fans Teaser und Trailer für die Show produzierten und dafür vom Greenscreen herumtanzten. Dann wurden mehrere Interviewvideos für ESGN produziert, alles in einem ultra straffen Zeitplan, der tatsächlich einen ganzen Tag in Anspruch nahm. Am zweiten und dritten Tag ging es dann ans Wesentliche: gegeneinander spielen. Im 2-vs-2-Modus traten die Teams gegeneinander an, bis eins der Teams jeweils 2 Kills, 100 gefarmte Minions oder den ersten Turm kaputt gemacht hatte. So wurde entschieden, wer in welchem Team in den richtigen Matches auf Summoner's Rift gegeneinander antreten wird. So spannend ich das fand, den Spielern beim Spielen zuzusehen, umso überraschter war ich, wie viel Vorbereitung in so eine Eventproduktion fließt. Ich meine, alleine diese mega langen, krassen Wartezeiten, die die Crew und die Spieler warten müssen zwischen den einzelnen Spielen, es war ein wirklich interessanter Einblick. Wer denn da letztendlich nun gewonnen hat, will ich an dieser Stelle allerdings nicht spoilern. Das seht ihr bei ESGN-TV im Kanal, der unten in der Beschreibung verlinkt ist und auch irgendwo hier über mir in den Anmerkungen des Videos. Einfach mal rüber switchen und euch da die kompletten Spieler angucken. Bei meinem Besuch hatte ich übrigens auch die Gelegenheit, die einzelnen Streamer zu interviewen und diese Schnipsel seht ihr jetzt. So, what actually is currently your favorite champion? Is it still Karthus? Yes, Karthus is my favorite champion. I didn't invent, but I came up with a strategy that's different than what everyone else does. So like The revive teleport one? Yeah. Can you explain that a little bit for the unexperienced users? It's basically in a game you kind of try to survive, but with this playstyle I actually want to get killed so that I can come back in and while they're focused on the other teammates, I'll come back in and catch them off guard. So my favorite champion is Tryndamere. Mainly because he was easy for me to pick up, and secondly, I just like the way he looks, I just think he's a badass champion. My favorite champion is Teemo. Actually, the reason why I like to play Teemo is because nobody really plays it, and I feel like whenever I pick it, everybody's kind of like surprised, and it really catches people off guard. So with the current patch, they actually changing Dragon, so he's going to scale a little bit better into the late game. Yes. He will get some more armor and magic resist and everything. So can you just from your standpoint, what do you think, how much will it affect actually professional play and the game in general? The Dragon, it's a global objective that people take relatively early on in the game. It's really been the sort of main kind of objective for people to take to sort of determine who has the control over the map. So when the Dragon is not something you can contest as early anymore, it'll be more towards the mid game where some champions who are like stronger in mid game, they're not really strong early game, will I think be better then. So I like the change. You actually play with one mastery page, I read that. Is that still true? Yeah, I play with one mastery page. It's like season one, you know, season one, lots of quality of life changes has happened where it's like, yeah, you now have multiple mastery pages. Back in the day, we had one and we had to change it every single time. Mm-hmm. And also, it also just keeps me thinking, like through champion select, it keeps me as like, sometimes I change it up on the fly just to try something new. Mm-hmm. So it's like, I like just taking a quick 30 seconds to make a new mastery page. So yeah. So what would your best advice be for getting out of bronze? So one single advice, really, you know, that the users can use to... Pick your favorite champion, a champion that you do well with, and only play that as much as you possibly can, over and over and over. It's just basically perfecting something. So every time you face someone else, you'll be more confident in your champion than they are with theirs. And you'll learn to see things differently. So yeah, that's just play one champion. All right, if you're bronze, my best advice, I'd say try and
have better decision making. Like, if you want to think really hard whether you want to fight or flight, like, that's like, you want to take the smart fights. You don't want to just fight for no reason. Like, you don't want to be like, well, let's go in. It's like, wow, I guess we traded 3 for 5. It's like, that's an okay trade. It's like, no, like, try and think it out. It's like, can you actually win the fight? And before just like fighting just to fight. To get out of bronze, I think the main problem is in bronze is people blame their teammates, which is the hardest thing to like just own up and be like, all right, I'm just gonna focus on myself. Like, I don't even care what my teammates are doing. Just focus on yourself. Try and do your best game. And if you carry, you carry. It's like, it's easy. I would say try not to rage. I played back in June and I was new to the scene. So League of Legends is one of those games where, as a player, and I was guilty of this, where I didn't want to man up about my own mistakes. I wanted to blame somebody else. It's like, if I got ganked top lane, I was like, where the hell is my jungle at? And I've learned to just accept things for what they are. Also, if you go on tilt, like if you lose a game, I always say you should take a break for a while and like go do something else, go run or something, and then come back and then play more. But if you're playing ranked, or you can go play normals or something, but if you're playing ranked, don't play after you lose. That's my advice. Kommen wir nun von den Streamern zu den Skins. Weil beides mit S anfängt. Das ist die beste Überleitung, die ich jemals gemacht habe. TSM ist in dieser Season eins der beliebtesten LCS-Teams. Sunifan hat sich das auch gedacht und einen extra Caitlyn-Skin entworfen. Lulu ist mit ihren Skills ja eh schon ein bisschen gruselig. Die Zahnfee-Lulu von S. Villegas sieht allerdings noch ein Stückchen gruseliger aus. Einer der Champions, die aktuell immer beliebter werden, ist Yasuo. Curseblade Yasuo von Chrysalid Brando ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept, das so ein bisschen mehr ins Düstere geht, was ich ziemlich cool finde. Wenn schon neuen Champion, dann auch einen richtig coolen neuen Skin dazu. Native Braum von Splodeman hat definitiv Potenzial für diesen Platz. Mein absoluter Favorit diese Woche ist allerdings Galactic Commander Vi von Darkfall Grave. Der Skin sieht einfach aus, als wäre Vi direkt aus Mass Effect gesprungen, und als alter Mass Effect-Fan, was kann es Schöneres geben? Den hätte ich sofort gekauft. Die Liste an anderen MOBAs ist länger, als man so denkt. Ich werde in den nächsten Folgen mir immer wieder eins rausgreifen, mir das als totaler Noob angucken, mich auf dem Schlachtfeld zerreißen lassen und euch dann ein bisschen von meinen Erfahrungen mit dem jeweiligen Spiel berichten. Wenn ihr recht behaltet, kann es natürlich sein, dass ich in ein paar Wochen schon totaler Dota-Fan bin. Vielleicht schaue ich mir aber auch ein paar kleinere Titel an, wie Smite, wie Strife, wie Infinite Crisis. Da wird sicherlich noch das ein oder andere Spiel dabei sein, was ihr noch nicht so auf dem Schirm habt. Wenn ihr da irgendwelche bestimmten Wünsche habt für Spiele, die ich mir unbedingt angucken soll, lasst mich auch gerne das wieder in den Kommentaren wissen. Ansonsten geht es in der kommenden Folge los mit einem Spiel, auf das ihr wahrscheinlich alle genauso sehr wartet wie ich. Und das ist Blizzard's Heroes of the Storm. Bevor ich jetzt wieder Adios sage, ist noch eure Meinung gefragt. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich euch am Ende jeder Folge über bestimmte Dinge voten lasse. Deswegen ist es mir besonders wichtig zu wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Dann lasst mir das natürlich ganz standardgemäß in den Kommentaren, so kennen wir das ja alle. Aber ich würde euch auch bitten, bei den folgenden zwei Fragen mit eurer Stimme abzustimmen, damit ich ein ungefähres Bild davon kriege, was ich nächstes Mal besser machen kann. Gefällt euch der Newsgehalt der Sendung? Oder soll ich mich mit den News wesentlich kürzer fassen und dafür mehr zu meiner eigenen Meinung erzählen? Bald möchte ich euch in diesem Format auch Tipps und Tricks näher bringen. Dazu interessiert mich, ob ihr Anfänger seid und euch eher dafür interessiert, wie ihr ein Spiel findet. Oder ob ihr League schon ein paar Tage länger spielt und eher an der Theorie zu zum Beispiel Baiting-Taktiken oder Teamaufstellungen interessiert seid. Abstimmen tut ihr jeweils mit dem Klick auf den Button, der eurer Meinung entspricht. Und ich erzähle euch dann nächste Woche, was dabei rausgekommen ist. An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank fürs Mitmachen und fürs Voten. Das bringt mir persönlich super viel, weil ich das Format dann einfach in eine Richtung entwickeln kann, die euch gefällt, die mir gefällt, die allen auf der Welt gefällt. Das war's auch schon wieder mit der allerersten Folge von Week of Legends. Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, kleinen Daumen nach oben geben, und wir sehen uns in der übernächsten Woche mit der nächsten Folge.
Das war sie, die erste Folge von Week of Legends. Für noch mehr Spaß an den Backen geht's auf der Seite zur aktuellen Folge Giga Secrets, unter anderem mit Secret of Mana, eins meiner heimlichen Lieblingsspiele des Super Nintendo, und auf der anderen Seite zur aktuellen Folge von Anime Awesome mit Robin. Da geht's um das neue Spiel von Suda51, Short Piece. Sehr wirres Zeug. Viel Spaß.